Zu der neuesten Leben- und Toderweiterung sind noch viel mehr spannende Infos durchgesickert, die ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Die bereits letzte Woche angekündigte Leben- und Toderweiterung wird am 31. Oktober für alle Plattformen erscheinen, bei denen auch die Geister natürlich eine wichtige Rolle spielen. Die EA-Seite hat uns hier noch mit weiteren Infos versorgt. Diese bekommen nämlich umfangreiche Updates und stehen damit vielleicht sogar auf einer Stufe mit den anderen Kreaturen. Die neuen Geisterkräfte werden aus 5 Stufen bestehen, aufgeteilt in Gut- und Böse-Pfade. Wenn euer Geist eher ausgeglichen ist, gibt es aber auch einen neutralen Pfad mit nur 4 Stufen. Vermutlich werden diese wieder wie in den anderen Packs in einem solchen Skilltree dargestellt, durch den dann die einzelnen Fähigkeiten, wie beispielsweise die ultimative Fähigkeit Wohlwollender Segen als guter und übernatürlicher Fluch als schlechter Geist freigeschaltet werden können. Geister haben ebenfalls eine Ausdaueranzeige. Wenn diese leer ist, wird er transparenter. Sie können jetzt auch Essenzen verdienen, mithilfe Reparieren und Aufräumen des Hilfbereitschaftsessenzen. Bei negativen Interaktionen wie andere Sims erschrecken sind es Angstessenzen, die auch zu Simoleons gemacht werden können. Außerdem können die Geister nicht nur Techtelmechtel in quasi allen Objekten im Spiel haben, sondern jetzt auch ein Nickerchen in diesen halten. Im Trailer hat man zudem einen Geisterzug und Kuhpflanze gesehen, ersterer ist aber wahrscheinlich nur Hintergrunddeko. So viel zu den Geistern, aber auch zur neuen aktiv spielbaren Schnitterkarriere hat man in Form eines Mini-Gameplay-Trailers ein paar neue Einblicke bekommen. Hier ist besonders diese Szene interessant, in der man einen magischen Brunnen, der wohl auch Interaktionen hat, sowie ein genial animiertes Sensenmann-Outfit sehen kann. Für alle, die sich gefragt haben, ob man andauernd nur echte Sims unter die Erde bringt, das Seelenernten und andere Interaktionen werden wohl an diesen Sim-Dummies hier getestet. Schaut euch unbedingt den ganzen Trailer verlinkt in der Beschreibung an. Dort findet ihr auch meinen Partner Instant Gaming, bei dem es die Erweiterung für deutlich günstigere 34,38 € zum Vorbestellen gibt. Hier bekommt ihr auch die 3 neuen Frühbestellerobjekte, die bis zum 12. Dezember erhalten werden können. Das sind die Interaktionen des Familienporträts Ewiges Vermächtnis, welches auf einem altbekannten Objekt basiert. Jetzt noch ein bisschen mehr Kontext zum Wiedergeborenwerden. Wenn ihr eure Bucketlist abgearbeitet oder als Geist Unerledigtes abgeschlossen habt, könnt ihr im schauderhaften Sumpf wiedergeboren werden. Hierbei landet ihr im Ersteller einen Sim und könnt das Aussehen sowie Alter des Wiedergeborenen anpassen. Dann lässt sich dieser mitsamt angepassten Beziehungen in einem Haushalt hinzufügen. Auch was es unter anderem für Bucketlist-Optionen geben wird, wissen wir jetzt. 24 Stunden am Stück in einer bestimmten Welt verbringen, etwas Selbstgefertigtes als Lebenswerk verkünden oder ein Techtelmechtel an einem unkonventionellen Ort bei maximaler Beziehungsstufe gehören mit dazu. Die neuen im Spiel befindlichen Tarotkarten stellen übrigens auch ein neues Sammelobjekt dar. Was auch ganz nett ist, es gibt einen neuen Tanz, der offensichtlich an der Netflix-Serie Wednesday inspiriert wurde. Auch neu scheint das Feature zu sein, Bilder von einzelnen Sims mit dem altbekannten Dreieckshintergrund zu platzieren. Mit dem vorangegangenen Basisspiel-Update wird jetzt auch endlich ein lang ersehnter Kontinuitätsfehler behoben. Die Meerjungfrauen waren bisher immer die einzigen Kreaturen, die nicht ihre eigenen Grabsteine hatten. Bis jetzt, wie SimGuru Ninja verraten hat. Weiter soll es wohl ein etwas größeres neues Gratis-Feature für den Ersteller einen Sim-Modus geben. Um was es sich da konkret handelt, bleibt abzuwarten. Alle, die wichtige Fehlerbehebungen erwarten, werden sich vermutlich über die neue Arbeitsliste freuen. Die komplette Liste aller 50 Fehler, die in diesem Monat noch behoben werden, findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn ihr nicht meine Zusammenfassung vom am Donnerstag, den 17. Oktober erscheinenden Gameplay-Trailer verpassen wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.